So, ich bin Moritz Jakob von den Frakta und ich bin zurück in der Dunkelheit. Ja, es wird Zeit, dass mal irgendjemand Licht hier anmacht. Moment. Der Knabe soll es machen. Er scheint ein bisschen fähiger Zauberer zu sein. Also, das muss ich selber kurz überlegen. Also, gut, zwingfest, alles klar. Boah, nö, muss auch kein Bubu machen. Also Schläfchen, ich weiß ja nicht, es gibt ja Dialekte, da könnte das was anderes bedeuten. Ja, rumgucken. Bei genauerem Ah, wunderbar. Ja, also falls ich jetzt gleich wieder husten soll, das tut mir leid, ich bin immer noch erkältet. Und, ach komm, wir sind mal neugierig, wir gehen mal reingucken. Jetzt leiden wir ganz vorsichtig hier durchs Dungeon. Ja, es ist, ich weiß, es ist frustrierend, dass ich immer noch nicht viel weiter bin als immer noch im Dungeon. Im ersten. Aber ich bin halt kein professioneller Let's Player. Zack, und dann kommt der Kampf. Ich habe halt wirklich nur richtig fettes Real Life ja, und da komme ich halt wirklich selten dazu, so zu zocken, wie ich gerne möchte. Ich habe nicht ganz rausgefunden, was das hier jetzt bedeutet, Kampfhaltung ausgeglichen. Ja, egal. Erst dran, Gigantus. Also, hat der nicht Wurfbeil? Ah doch, genau. Ach so. Dann drehen wir mal die Karte ein bisschen. So. Ja, wunderbar. Wow. Hat mal richtig kassiert. Also die Wurfechse sind gut. Davon sollte ich mir noch ein paar holen. Oh, Zauberer in Gefahr. Schnell weg. Ja, den binden wir immer so. Ey, sauber, Jungs, ihr werdet richtig gut. Das hätte ich ja gar nicht gedacht. Was ist jetzt los? Achso, Armbrust. Ja, das ist dann doof. Dann doch wieder ein bisschen Abstand. Ne, Mann. So. Ja, also wie gesagt. Ja, da war der Husten. Sorry. Ich habe halt am Wochenende meistens keine Zeit zu zocken. Ich glaube, das ist der Unterschied zwischen Jugendlichen und Erwachsenen. Jugendliche kommen hauptsächlich am Wochenende zum Zocken, Erwachsene nicht. ich komme meistens nur während der Woche halt abends mal dazu. Und im Moment ist ja cool. Was hat denn, was habe ich denn Mr. Nice für Rüstung? Ach so, ja klar, das ist ja der Krieger. Das hätte ich fast Ritter gesagt. Der ist ganz gut gerüstet. Also die Wurfbeile sind echt gut. Also wie gesagt, ich zock meistens während der Woche abends, beziehungsweise nachts, ja, je nachdem. Und weil ich halt auch noch dran bin, das Infrakta Games Archiv jetzt quasi aufzubauen, das ist im Moment so mein neues Projekt, an dem ich dran bin. Und das macht sehr viel Spaß, macht, mal davon ab, völlig abgesehen. Ja, komme ich halt nicht dazu, so zügig zu spielen, wie jetzt halt richtige Let's Player. Und deshalb tut es mir halt leid, dass ihr dann immer so lange warten müsst, die nächste Folge. Vorteil ist natürlich, dass ich im Gegensatz zu einem richtigen Let's Player nicht davon abhängig bin, dass ich irgendwie Geld verdiene oder so, weil ich mir das immer nicht vorstellen kann, dass man damit wirklich Geld verdienen kann. Also ich kann... oder dass da mir halt 5 Mark hängen bleibt. Also ich bin ja nicht abhängig davon, Geld damit zu verdienen. Das heißt, ich muss ja nicht darauf setzen, dass irgendwie 50.000 Leute mich anklicke, das Video und
Daumen hoch geben, damit ich weiterspiele, sondern ich spiele dieses Spiel, weil ich es halt schön finde, weil mir das Spaß macht. Und deshalb werde ich das auch völlig entspannt weiterspielen. Wenn es vielleicht ein bisschen länger gedauert, bis ich hier durch bin. Ach, Leute, das ist der erste, den habt ihr jetzt sauber weggehobelt und jetzt macht ihr Mucken. Na gut, die schießen wenigstens genauso schlecht wie ihr. Das gleicht sich ein bisschen. Achso, der kämpft mit seiner Faust. Ah, stimmt, der hat ja die Wurfbeile. Mann, Mann, Mann. Ah, Blattschuss mit der Armbrust. Einwandfrei. Na, jetzt macht er einen Abgang. Ui, gerade eben habe ich richtig gesehen, wie hier die Spur wegging. Ich könnte mal Armbrustbolzen oder Pfeile finden. Das wär mal eine Maßnahme. Aber wenn der Team halt nochmal einkaufen. Und mal vorher noch irgendwie mal wieder in der Kneipe ein bisschen Leute beklauen oder beim Spielen behumsen, damit wir uns das ja leisten können. Nein, oder drehen. Achso, man erreicht eine Maustaste. Wobei, ich gebe mir ja wirklich Mühe, mich ein bisschen zu beeilen und zügig voranzumachen bei dem Archiv. Ich habe jetzt heute Morgen 10 Videos online gestellt. Also, Moment, heute Morgen ist das irgendwie doof von eurer Sicht, weil ich weiß nicht genau, wann ihr das Video guckt. Also, ja, ich gucke halt immer, dass wenn ich dazu komme zu zocken, dass ich ja wirklich zügig es mache und dann im Laufe des nächsten Tages oder nächsten 2 Tage dann die zu bearbeiten und hochzuladen. Jetzt habe ich wieder irgendwo vergessen, einem die Waffe zu geben. Ja, der haut jetzt sie ab. Na egal. Ja, haben wir doch recht sauber gewonnen. Gar kein Vergleich zu diesem Gemetzel in meinem ersten Anlauf. Und Dukaten. So, jetzt kriegen wir unsere Äxte zurück. Die hatte Gigantus. Schwert. Ding. Ja, das kann er nicht mal tragen. Da sind ja gleich noch die Axt dazu. Ja, an der Krempel. Da kommt das Messer nicht mal mit. Das Bier lieber nicht. Ja, ja. Jetzt können wir mal doch mal entweder ruhen. Oder wir setzen Zauber ein. Deshalb habe ich Monty so ein bisschen zurückgehalten. Ja, das hat auch super. Das hat richtig gut geklappt. Leute, beeindruckt mich. Weil das mit dem Archiv, das wird ja noch ein paar Jahre dauern, bis ich ja mal fertig bin, nehme ich mal an. Und deshalb spiele ich hier ja kontinuierlich weiter. Ich nehme wirklich an, dass ich hier das Video nachher in YouTube nochmal bearbeiten muss, also heller machen muss. Ich nehme an, dass das wieder sehr... oh Mann, mein Blurring ist überladen. Nee, nicht so, so. Hast du denn nicht genug Platz? Achso, wir haben dir schon einen ganz anderen Schwefel gegeben. Aber jetzt also, zieh den Silberschmuck halt an. Dann hast du auch wieder Platz. Das ist ja überladen, ey. Stell dich jetzt so an. Ja, also. Warte, wir gehen raus. Moment, gucken wir uns mal um. Ah, komm, einen Kampf nehmen wir noch mit. Und dann schleppen wir uns raus. Moment, wir gucken erstmal hinten um die Ecke. Also in den Dungeons kommt es mir halt auch extrem... Ja gut, andererseits ist es halt... Befindet sich ein Loch im Boden. Das ist... Nee, da warten wir noch. Oh, tut mir leid, ich muss schon wieder... Also meistens gucke ich, dass ich in den Videos, wenn ich niesen oder husten muss, ich bin halt im Moment wirklich richtig erkältet, die Aufnahme unterbreche. Dass ich euch nicht ständig irgendwie ins Ohr husten oder niesen muss, das ist weder schön, noch ist das gut fürs Trommelfell. Ich weiß nicht, ob ihr mit Kopfhörern hört. Ja, oder... Also ich
Das erinnert mich jetzt gerade an diese große, ich weiß nicht, kennt ihr, also wenn ihr auch Sternschweif gespielt habt, erinnert ihr euch bestimmt gerade eben auch an diese Ork-Höhle. Warte mal, wo waren die da nochmal, in den Blutzinnen? Ich glaube, die waren in den Blutzinnen. Diese große Ork-Höhle, wo man gefangen genommen wird und dann mit diesem Wechselbalg, Wechsler, ach, diesen Vampirfuzzi da, weiß gar nicht mehr, wie das in DSA richtig heißt, zusammen dann entkommt. Und der einen dann ab und zu so ein bisschen LE, also Lebensenergie absaugt. Und da gibt es auch diese große Halle. Da gibt es auch so, da steht auch ein Topf und da kann man draus essen. Ist ihr das noch? Also mir ging mir gerade so durch den Kopf. Ich freue mich ja total auf Sternenschweif. Jetzt, wo ich gehört habe, dass die Crafties auch Sternenschweif machen, und freue ich mich richtig, dass da weitergeht. Apropos Sternenschweif, das wollte ich auch mal aufnehmen. Also Schicksalsklinge habe ich ja schon aufgenommen, die Original. Aus den 90ern fällt das Archiv, aber... Na? Ne, da lässt sich nichts irgendwie anklicken, oder? Ne. Das verweigert den Gehorsam. Ja, aber es sind halt so viele Spiele. Jetzt wird das auch so lange dauern, bis ich mal das Archiv soweit habe. Ich spiele halt wirklich schon seit 1988, 89, irgendwann im Drehum habe ich halt angefangen zu zocken, damals auf dem C64. Dann halt Amiga, Atari, der erste Pentium, der erste Pentium war, kam nach dem 386er. Die 486 habe ich übersprungen. Ne, ist ja egal. Auf jeden Fall habe ich halt im Laufe der Jahrzehnte Unmengen Spiele angesammelt und halt auch Modifikationen. Und die möchte ich halt nach und nach alle ins Archiv packen. Wer cool, du dich da lieber mal. Mann, das wird halt noch eine Zeit dauern. Wenn man die Modelle. Was sind denn ihr für Kerlchen? Wie seht ihr denn aus? Boah, es tut mir halt so leid. Das kommt so überraschend. Die sehen so ein bisschen aus wie der Dingsbums. Wer ist der? Das ist der Neuverfilm von Conan der Barbar. Der Jason? Ist der Jason? Momono, Momo, irgendwas? Momoa? Ach, keine Ahnung. Der auch bei Stargate Atlantis dabei war. Und hier bei Game of Thrones als Drogo. Boah, krasse Sixpacks, Jungs. Krasse Sixpacks. Oh. Schon verschossen, hm? Nee, halt. Mit Medis Kraja. Der ist besser. Nee, nicht wegwerfen. Ah, okay, dann musst du warten. So, das habe ich ganz vergessen auszurüsten. Ja, ja, schadet dir nicht. Oh, okay. Dann hätte ich besser vielleicht ein Ding geschossen. Ach so. Moment, ich muss schon wieder husten. Moment, jetzt mache ich aber wirklich einen Break. Boah, furchtbar, wie kann man sich denn Anfang April so erkälten? So, ich hatte nicht versprochen, dass ich das nochmal anspreche. Beziehungsweise, wollte das nochmal ansprechen. Und zwar wurde ich darauf hingewiesen, in YouTube, in den Kommentaren, dass ich den Sachverhalt mit der Unity nicht richtig dargestellt habe. Und das finde ich auch soweit, auch völlig nachvollziehbar, dass ich darauf hingewiesen wurde. Und zwar, wenn man das Video sich so anguckt, könnte man wirklich meinen, ich hätte was gegen Unity. Und das stimmt ja nicht. Ja, ich habe ja gar nichts gegen Unity. Und das ist ja kein schlechtes Programm. Und man kann damit wirklich auch von den unterschiedlichsten Programmen Modelle reinladen. Unter anderem halt auch Blender und sonst irgendwas. Und das ist ja auch ziemlich cool, weil ziemlich viele Programme, da muss er erst ziemlich aufwendig, als gerade wenn ich Total War spiele, Mod, da muss ich immer hin und her konvertieren und mache und tun mit teilweise drei verschiedenen Programmen, bis das mal wirklich läuft und alles drin ist. So, also gegen die Fireblade, gegen Unity habe ich gar nichts. Ja? Und ich habe halt gesagt, dass die Modelle von Charakteren sowas oft schlecht sind in Spielen, die mit Unity arbeiten. Das liegt aber doch nicht an der Unity. Es tut mir leid, wenn das so verstanden wurde. Also höchstens indirekt. Ja. Es liegt halt daran, dass viele, ich sag's mal so, also
viele Spiele, die die Unity verwenden, sind von kleineren Studios. So. Und diese Studios verwenden unter anderem die Unity, weil die Unity recht gut zu handeln ist, auch ohne große, also was ist ohne große Kenntnis, aber ja, gut zu handeln ist und aufgrund dieses Stores und was es halt so gibt, man recht günstig an Modelle kommt. So. Und das sind eben oft Studios, die nicht die Potenz haben, finanzielle eigene Moment, ist der auch verschoben? Achso, das war der mit dem Wurfdinge. Eigene 3D-Leute zu beschäftigen, aufzustellen, ja. Und dann ist das, dann folgt halt daraus, dass man, dass wenn ich Spiele mit Unity Engine sehe, sehr oft die Einheiten nicht so toll sind oder die Modelle und Charakteren sowas. Was aber wie gesagt nicht an der Engine liegt, sondern daran, dass eben nicht so tolle Modelle verwendet werden von Studios, die keine eigenen machen können. Es gibt ja auch Spiele, die Unity verwenden, wo die Entwickler eben eigene Modelle gemacht haben, die auch sehr gut dann aussehen und dann auch das im Spiel sehr gut aussieht. Und dann wird auch das Potenzial der Unity auch gescheit genutzt, weil das ist ja vorhanden. So, ich hoffe, dass ich jetzt das irgendwie klarer erklärt habe, was ich meine. So, du gehst da mal hin, um den zu blocken. Und du gehst da hin zum Helfen. Ja, diesmal kassieren wir doch ein bisschen mehr. Na? Jetzt beziehen sie aber Prügel. Ja, er hat noch genug. Der ist zeitverzögert umgefallen. Irgendwas wollte ich aber dann noch. Naja, egal. Jo, einwandfrei. Gut, der Durin hat ein bisschen gelitten, aber hey, ist ein Zwerg, der hält das aus. Soll ich ihn jetzt so anstelle? Wunderbar, wieder ein Dukat. Ja, Kandos gibt die zurück. Jones wird das und du kriegst hier und kriegst auch noch. Na, jetzt sind wir so überladen. Jo, klasse. Gut, dann gehe ich raus in die Stadt Krempel verkaufen. Weil die sind schon wieder voll und wir brauchen Bolzen, wir brauchen Pfeile. Ja, man slidet so schön um die Kurven irgendwie. Moment, da bin ich zu weit geslidet da lang.
Also ich finde das echt gut mit, mittlerweile, ja, dass die Spiele in der Regel mittlerweile ja eine... Achso, okay. Eine Automap haben. Ich erinnere mich gerade eben, nicht unbedingt mit Schrecken, aber doch mit einem gewissen... Naja, sagen wir mal... Also ich erinnere mich gerade an Spiele, die halt noch keine Automap hatten. Die alten Rollenspiele, wo man halt selber mitzeichnen musste. Und also ich bin da schon dankbar, dass ich abends mal nachgucken kann, wo ich eigentlich bin. Hm? Ah ja, okay. Muss die Tür anklicken. Ja, wobei da finde ich es auch gut, dass ich anklicken muss, weil wenn ich jetzt einfach durch Berührung in Torwahl wäre, das könnte ein bisschen nervig sein, wenn man einfach nur in dem Gang sich bewegen will. Ja, okay, wenn der Ladeschirm... Ach stimmt, das wollte ich auch sagen. Ich bin wieder gefragt worden, wie es denn mit der Mod läuft, die wir hierzu machen wollen. Oder wollten. Ja, eigentlich schon wollen. Ja, es hat sich nichts geändert. Wir wollen sie immer noch machen. Auch wenn die meisten Leute, die sich uns angeschlossen hatten, ins Team gekommen waren, deswegen, ja, also wegen dieser Mod, wegen diesem Mod-Projekt, uns schon wieder verlassen haben. Das ändert ja nichts dran, dass wir das trotzdem ganz gern machen würden. Nur, zum einen ist das Spiel ja, glaube ich, noch nicht fertig. Also ich nehme an, dass da noch ein bisschen gepatcht wird. Es gibt noch ein paar Sachen, die noch ein bisschen eckig sind. Oder nicht so ganz funktionieren wie gedacht oder gewollt. Und dann fehlt auch noch so ein bisschen mehr Zugang, was Modding angeht. Also die haben da schon einiges gemacht, ja. Nur das, was wir ja machen wollen, soll ja eine Total Conversion. Also immer noch schwarzes Auge, klar, aber halt in anderen Gegenden von Aventurien. Das heißt, wir müssen eine komplett neue Karte erstellen. Also ja, diese Reisekarte. Entsprechend Siedlungen einbauen, Siedlungen benennen, Siedlungen, ja, aufbauen quasi, weil die sollen ja, also, ja, in der Ecke, wo wir spielen, das, auf der Straße, ja, in der Ecke von Aventur, wo wir spielen, sehen die Gebäude teilweise halt anders aus als im Torwald, logisch, und auch die Leute, die halt rumlaufen, müssen wir anpassen, die Charaktermodelle von NPCs, dann die Charaktermodelle von den Charakteren, weil wir andere ja, weiß ich gar nicht mehr, was esse. So, jetzt können wir aufs Zimmer gehen. Ja, also wir wollen ja moderneres DSA in dem Sinne verwenden. Das hier ist ja ein Remake, deshalb gibt es ja noch quasi Zwerg und Streuner und Krieger. Und wir wollen halt dazu gehen, dass das ein bisschen angepasster wird, dass man eben verschieden. Der bin nur Zwerg, also halt die verschiedenen Professionen. Und dementsprechend brauchen wir halt auch neue Modelle dann für den Kampfschirm. Und das sind so Bereiche, der kann man noch nicht gescheit dran oder man kommt noch nicht dran. Da können wir noch nichts machen dran. Und dann ist es halt ein bisschen witzlos, irgendwas loszumotten, wo wir dann am Ende mittendrin hocken in lauter angefangenen Baustellen. Da haben wir gesagt, okay, wir pausieren. Und wenn das Spiel soweit ist... Moment, wir können nochmal aufs Zimmer. Okay. Ist das jetzt ein Glitch, den ich ausnutze, dass ich jetzt irgendwie einmal bezahle und zweimal schlafen kann? Naja, egal. Okay, wir können eigentlich... Wobei, jetzt bringe ich meinen Satz zu Ende. So, also, wir haben beschlossen, wir pausieren mit der Mod, bis das Spiel fertig ist, bis die versprochenen Zugänge für Modder alle da sind und Tools und was da alles angekündigt wurde oder angedacht. Und dann fangen wir richtig an.
wenn wir wirklich eine solide Grundlage haben und wir wissen, wir können auch wirklich alles das ändern, was wir ändern müssten, für das, was wir machen wollen. Und es macht halt echt keinen Sinn, mich hinzusetzen. Also ich schreibe jetzt irgendwelche neue Quests oder bringe neue Sachen rein. Und bin immer noch auf einer Torwall-Landkarte unterwegs mit Torwall-NPCs, Torwall-Gebäuden. Das ist für die Hüs, das brauche ich nicht zu machen. Das ist halt keine Total Conversion, das ist nichts Halbes, nichts Ganzes und das, da kann halt keiner mit was anfangen. Nö, ist okay, bleibt so. Also, ihr sollt ja nur 6 Stunden im Prinzip warten. Ja. Okay. Dann gehen wir mal diesen einen coolen Waffenhändler suchen. Und danach setze ich den nächsten Cut, wobei das jetzt dann auch wieder eine recht lange Folge war, glaube ich. Das müsste sein, der Rollo. Genau. Ich schieb den mal nach vorn. Ich weiß nicht genau. So, also, raus damit. Weg. 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 Nee, brauchen wir nicht. Aber ich glaube, ein Rapier behält sie immer. Ist egal welchen. Dass er 2 Hände vom Krieger wird behalten. Meine Monty, den haben wir. Das Lastesel ist denn jetzt schlecht. Achso, wir könnten mal weiter versuchen, diesen Stabzauber anzugehen. Ja, wenn wir mehr Kohle haben. Dann probieren wir das nochmal. Moment mal, der hat gerade seinen Robbenschläger noch in der Hand. Deshalb darf ich den hier nicht verkaufen. So. Ach komm, 5% langt uns. Was? Naja, kommt dann halt 0. Komm, ist egal. So, dann kaufen wir jetzt noch Bolzen und fahren mal Pfeile. Pfeile? Wie sieht's denn hier aus? 33. Boah. Boah, können wir auch so lassen, oder? Ja, PK vielleicht nochmal 10 Stück oder so. Achso, Silberschmuck hätten wir noch verkaufen können. Na, siehst du, ey Monty, jetzt zieh's aus. Ist er eitel geworden, jetzt will er es behalten. Der feine Herr Zauberer. So siehst du aus, mein Freund. Ich mit Schmuck behänge. Ah ja, komm hier, kannst du so haben. Wobei, ich sehe hier gerade die Schleuder, aber ich sehe, glaube ich, immer noch keine Munition. Ja, muss ich mich mal informieren, wie das mittlerweile hier ist. Nehmen wir mal 30 Stück, 15 für jeden Zwerg. Das wird auch wieder zu schwer. Die sind aber wirklich schwer, oder? 150 Unzen für 30 Bolzen? War das früher so schwer? Wie sieht es eigentlich mit Stiefeln aus? Ach, die meisten tragen noch die Schlappe. 1, 2, 3, 4. 4 Paar Stiefel könnte man noch kaufen. Wie sieht's denn aus? 23 Dukaten? Oh ja, kaufen noch Stiefel. Wie mal gescheites Schuhwerk, Freunde der Nacht. So, du warst das gar nicht. Du auch nicht. Aber es ist, ach, der zweite Zwerg war's. Ja, also, es tut mir halt leid, wenn ich jetzt die Leute enttäuscht, die irgendwie drauf gehofft haben, dass wir schon ganz dick im Modding von dieser Mod drin sind, in der TC. Was wir gemacht haben, das ist uns halt Gedanken gemacht über die Story, verschiedene Quests schon, über die Ortschaften, da haben wir wirklich schon sehr viele Gedanken gemacht, schon sehr viel gesammelt. Die Karte, die wir darstellen wollen, die haben wir schon so weit
zusammen und den Ab, den, ja, also den Abschnitt, worum es gehen soll, schon wirklich genau ausgeknobelt, welche Professionen rein sollen und Charaktere, ja, da haben wir schon sehr viele Gedanken gemacht. Nur eben, auch schon über Modelle haben wir schon geredet und einiges schon angefangen. Aber wie wir dann gemerkt haben, wir sitzen quasi fest, haben wir dann quasi alles in die Ecke geschoben und sagen, okay, wir warten jetzt ab. Fertig, aus. Gut, dann würde ich sagen, setze ich hier den Cut und wir sehen uns bald wieder, hoffentlich. Und ich wünsche euch viel Spaß. Vielleicht schaut ihr noch ein anderes Video von mir an. Weiß ich nicht. Ja. Also dann, bis bald. Tschüss.